Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Tickle, dem Let's Play von Tickle Me Now. Wir spielen heute eine weitere Runde Need for Speed und ich fahre den Toyota Supra SZR von 1997. Ja, ein sehr cooler Wagen soweit. Also ich bin ihn jetzt noch nie gefahren. Aber ja, man kennt ihn ja zum Beispiel aus The Fast and the Furious, wo ich dann eben auch davon ausgehe. Oder wollen wir mal mehr sagen, wo ich tiefen Herzens hoffe, dass wir da eine passende Lackierung finden, irgendwie was Feines. Und ja, schauen wir uns doch mal die Leistungswerte von unserem Toyota an. Ja, von 0 auf 100 geht es hier in 6,63 Sekunden. Die Viertelmeile bezwingt er in 15 Sekunden mit einer Endgeschwindigkeit von 157 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 249 km/h und die Leistung bei 222 PS. Das geht besser, das wissen wir alle und von daher fangen wir auch direkt mal damit an, das alles zu verbessern. Wir wollen ja auch nicht tatenlos rumsitzen hier. Der Tuning-Änderung fehlgeschlagen. Okay. Wieso das? Egal, wir machen es einfach. Vielleicht war ich eben zu schnell. Wer weiß. Schon wieder? Was ist da los? Ich habe mir das. Das mag mir nicht. Du hältst deine Schnauze. So. Ich verstehe nicht, was hier heute los ist. Ach genau, wir haben jetzt Driftreifen genommen, ne? Speichern der Tuning-Änderung fehlgeschlagen. Also irgendwie ist heute nicht mein Tag, habe ich so das Gefühl. Genau. Jetzt haben wir es. Von 0 auf 100 geht es nun in 2,43 Sekunden. Die Viertelmeile bezwingt er nun in 9,23 Sekunden mit einer Höchstgeschwindigkeit von 267 km/h. Das Max Speed oder der Max Speed, wie sagt man das? Der, die das, Max Speed? Auf jeden Fall die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 365 km/h und die nennbare Leistung. Ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Die Leistung bei 1099 PS. Wobei ich mir wirklich. Ich hätte mich gefreut, wenn wir die 1100 geknackt hätten. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr schlaft hier nicht ein. Ich schlafe auch nicht ein, also versteht das nicht falsch, aber. Ich bin schon so ein bisschen müde. So, machen wir doch hier mal weiter. Erstmal die Hauben gucken. Dann links haben wir nichts. Okay, da haben wir die. Die finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Die ist auch nicht verkehrt. Aber irgendwie sieht die komisch aus. Die ist so asymmetrisch und. Ich weiß gar nicht wirklich, was ich von der halten soll. Wir nehmen die. Dann können wir den Frontstoßfänger ändern. Da haben wir einmal den hier und den. Ich finde beide jetzt absolut nicht schlecht. Aber den hier finde ich ein bisschen geiler. Dann hier sehr schön. Also wir haben hier entweder so eine kleine Kotflügelverbreiterung oder eben diesen Kotflügel, welchen ich viel, viel geiler finde. Spiegel. Ändern wir auch. Seitenschweller. Haben wir leider nur einen zur Auswahl. Jo. Aber der kommt trotzdem ran. Natürlich kommt der ran. Muss ja irgendwas gemacht werden. Ne? Hinten am Kotflügel haben wir jetzt auch nur eine. Also einen anderen Kotflügel. Den wir dann natürlich auch nehmen. Nimm. Ist klar. Und wir können die Rückleuchten ändern, was ich sehr geil finde. Schön in LED-Optik. Da macht schon was her. Das nehmen wir auch. Ja, da haben wir.
Spoiler können wir noch mal eben gucken. Haben wir noch so ein oder was haben wir denn noch? Also da kann ja eigentlich ruhig so eine richtig fette Theke drauf, irgendwie sowas. Ja, tau den nimmer. Dann gucken, was wir hier haben. Oh, okay. Miese Dinger. Yo, packen wir drunter. Der sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Und ein Endrohr oder ein Auspuffrohr von einem Kamin. Von gigantischem Ausmaße. Da kann man kleine Kinder drin verstecken. Wenn man es denn möchte. Man sollte nur darauf achten, dass das Auspuffrohr kalt ist. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich habe hier schon mal wieder geguckt. Und genau, die wollte ich haben. Fand ich ganz cool. Mit Toyo Daya. Gezogen. Genau. Wupp. So, Felgen. Hier natürlich wieder dieselben. Wo sind sie? 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 Da waren sie. Da sind sie. So, Größe haben wir. Dann sollten wir jetzt aber noch die Reifen ändern. In Toyo Daya gezogen. Schnell kaufen und bezahlen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das einer von euch. Aus dem Film Hip-Hop-Hood. Genau, Leitbleche haben wir jetzt noch reingepackt. Und ich glaube, machen wir hier noch ein bisschen was schwarz. Oder auch ein bisschen mehr schwarz. Wupp. Dann können wir uns nochmal das Buddy-Kit angucken. Was ich jetzt optisch nicht ganz so cool finde wie so ein Wagen so. Aber jo. Auf jeden Fall, der muss auch noch tiefer, ne? Genau, das haben wir bisher ganz vergessen. Runter damit. Winkel nach vorne. Spurweite vorne breit und hinten noch breiter. Sturz lassen wir mal sein. So. Und dann kommen wir jetzt wieder zu den Lackierungen. Sehr, sehr nice. Genau. Was haben wir da Schönes? Eine Gedächtnis-Erinnerungs-Lackierung an Paul Walker. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Hier haben wir dann die Lackierung, auf die ich so lange gewartet habe. Oder auf die ich gehofft habe. Wenn er jetzt laden sollte, zumindest. So. Hallo. Ah, guck mal, da ist sie. So, nun haben wir sie. Endgeil, oder? Aus dem Film The Fast and the Furious. Endgeil. Wir können noch mal kurz ein bisschen weiter gucken. Also, die Lackierung wird es werden, das weiß ich jetzt schon. Aber, boah, die sieht einfach geil aus. Irgendwie spinnt hier was. Was haben wir hier eigentlich so für Standard? Für. Ja, vorgegebene Folien, so heißt der ganze Reiter. Genau, einmal von Victor. Boah, lass mich raten, kommt Victor nicht aus. Most Wanted. Also dem alten Most Wanted. Nicht dem 2012er Most Wanted. Ich steige einfach in die Autos und fahre damit rum. Most Wanted. Und Chad. Weiß ich gar nicht, wo der herkommt, aber so den Lackierungen nach zu urteilen, könnte ich mir vorstellen, dass er von Pro Street kommt. Das habe ich nur ganz kurz gezockt. Also von der Lackierung her könnte ich mir das gut vorstellen. Falls ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Was ist das hier denn noch? Keine Ahnung. Ach, Master Schimpf. Sich die Lackierung Heavy Food Empty Head. Okay, wie auch immer. Jo.
Mal eben ein bisschen aufräumen. So, alles klar, das war's dann vorerst. Wir sehen uns gleich natürlich mit unserem Supra vor der Garage. Und ja, dann gucken wir mal, wie der so will. Alter, zieht euch diesen Auspuff rein. Zieht euch dieses Endrohr rein. Ist doch. Ja, da kann man ja Angst vorbekommen, oder? Heftig. Richtig geil. Alles klar. Bis gleich. Ciao. So, da ist er. Oh. Und der Kamin ist auch schon an, wie ihr seht und hört. Ungelogen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Wagen mehr Grip mit Driftreifen hat als der Mustang aus der letzten Folge mit Gripreifen. Irgendwas ist da ja nicht ganz so ganz richtig. Naja. Der Begrenzer. Ich glaube, es war 64. Aua. Autsch, autsch, autsch. Das tut doch weh. Macht man doch nicht. Aber Beschleunigung könnte der wohl noch ein bisschen. Toll, da war ich gerade wieder am Begrenzer. Na, ich hasse Tunneleingänge. Wo, dann nochmal für Ku. Was war das denn? Ach so, das war jetzt hier. Oh Gott, was? Manta Manta oder Manta der Film? Ich wollte auch mal auf zwei Rädern fahren. Und für alle Klugscheißer, ja, ich weiß, dass er auf drei Rädern gefahren ist. Ach Gott. Ich geb mir ja schon wieder richtig Mühe beim Fahren. Mann, Mann, Mann. Heute ist mein Tag. Bam. Normale Leute finden am Wegesrand vielleicht mal eine Radkappe. Bei mir kannst du direkt ganze Motorteile und sonst was finden, so oft wie ich mich überschlage und irgendwo gegen Eier. Hängt da irgendwann so Heckspoiler vom Baum. Hat den jemand hier verloren? So, jetzt aber ohne Unfall. Also ich weiß nicht, ich bin mit dem Wagen noch nicht so ganz warm. Vielleicht merkt man das so de dezent. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft irgendwie. Also ich weiß nicht, ja, ich habe das Gefühl, dass er nicht ganz in die Pötte kommt. Nein, nicht da rein. 74, 75, 76. 376. Mit Nitro.
Ansonsten, also die Leute. Das Geilste am Wagen ist die Lackierung. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Dann bildet euch aber gerne auch eure eigene Meinung. Ja, und schreibt mir eure Meinung vor allem auch gerne mal in die Kommentare. Oh, bergab, bergab. 78, 80, 380. Und damit sind wir am Ende angekommen. So, 380 bergab mit Nitro. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Ich würde es sehr feiern. Und ja, schreibt mir doch mal eure Meinung zum Fahrzeug, zur Lackierung, zu The Fast and the Furious in die Kommentare. Und schaut auch gerne auf Facebook und Twitch vorbei. Natürlich könnt ihr auch gerne hier unseren Kanal abonnieren. Ja, die Links zu Facebook und Twitch findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, beim nächsten Mal fahren wir den. Moment, was fahren wir denn beim nächsten Mal? Den Nissan 180 SX Type X. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe ebenso, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich freue mich auf euch. Bis denn. Tschaußen. Bitteschön, Tobi, das war nur für dich. Rrr.